Es ist wieder einer dieser grauen, regnerischen Tage, die die rheinische Metropole trostlos wirken lassen. Seit dem frühen Morgen sind sie im verdeckten Einsatz, die Frauen und Männer vom KK 35, der Spezialeinheit der Düsseldorfer Rauschgiftfahnder. Im Visier der verdeckten Ermittler die öffentlichen Verkehrsmittel der Landeshauptstadt. Denn hier in Düsseldorf sind Busse und Bahnen Hauptumschlagplätze für Drogen aller Art. Mit der versteckten Kamera in einer Düsseldorfer Bahn. Afrikanische Dealer versorgen die Süchtigen mit Stoff. Der Schwarzafrikaner am Fenster sitzend führt das Rauschgift in kleinen Päckchen im Mund. Mit einer schnellen Handbewegung am Gesicht vorbei holt er es heraus, reicht dem süchtigen Käufer die Drogen in aller Öffentlichkeit und dann gleich noch einmal. Ja, du außerhalb, richtig. Richtung Kölner Straße. Bin ich jetzt wiederum in den Bus eingestiegen mit Fahrtrichtung wie gerade. Und wir werden jetzt schauen, ob... Der Bus ist ebenfalls ausgestiegen, steht noch an der Haltestelle. Die Aktion leitet Ulf Schürbusch, 41, Kriminaloberkommissar. Seine Leute observieren die Szene der Konsumenten. Deren Drogenrhythmus bestimmt den Rauschgifthandel und so die Einsätze der Polizei. Morgens brauchen die Süchtigen den ersten Schuss, den ersten Sniff. Das wissen die Dealer genau. Der Handel beginnt so ab 6 Uhr früh. Der größte Teil des Rauschgifthandels findet neuerdings in den öffentlichen Verkehrsmitteln statt. Das war nicht immer so. Am Hauptbahnhof hatte sich eine offene Rauschgiftszene gebildet. Düsseldorf war die Drogenmetropole am Rhein, die Süchtige und Dealer von überall her anzog. Massiver Polizeieinsatz löste die offene Szene schließlich auf, vertrieb die auswärtigen Dealer und Süchtigen. Doch in der Stadt leben nach wie vor ca. 4000 Drogenabhängige und die brauchen täglich ihren Stoff. Der Handel läuft weiter, hat sich nur verlagert. Die Szene ist aufgelöst, 30 Leute treffen sich hier. Offener Konsum findet nicht mehr statt. Der Handel hier in dem Bereich findet auch nicht mehr statt. Der Handel hat sich verlagert, teilweise in andere Örtlichkeiten, wo wir polizeieinsatzmäßig vorgegangen sind. Dann ist es in die Straßenbahn gegangen. Da haben wir auch dementsprechende Maßnahmen eingeleitet, in Uniform und in Zivil. Und mittlerweile sind wir angelangt, dass in den Bussen gedealt wird. Ulf Schürbusch befehligt eine starke Mannschaft. Rund 30 Frauen und Männer von der Einsatztruppe Rauschgift bekämpfen als Zivilbeamte den Straßenhandel. Pistolen, Handschellen, schusssichere Westen, Grundausrüstung. Bei Festnahmen müssen sie mit allem rechnen, auch mit heftiger Gegenwehr. Sie sind täglich im verdeckten Einsatz unterwegs in den Bussen und Bahnen, denn hier läuft das Hauptgeschäft der Straßendealer. Ja, wir sind jetzt hinter der Bahn am Fürstenplatz. Wir gucken uns die Situation in einem Haltestellenbereich noch an. Ulf Schürbusch postiert seine Leute an den Plätzen, an denen die Drogengeschäfte zumeist angebahnt werden. Ein Teil beobachtet aus zivilen Fahrzeugen die Haltestellen. Die anderen Ermittler sind zu Fuß unterwegs. Polizeitaktik. Was ist denn das Problem dieser Art von Observation? Ja, die Observation beginnt damit, dass wir uns A, sehr verdeckt aufstellen müssen, all derweil unsere Fahrzeuge und natürlich auch unsere Gesichter sehr bekannt sind. Wenn ein Fahrzeug von uns gesehen wird, was auch den Dealern teilweise bekannt ist, dann machen die von sich auch schon nichts mehr. Aber auch die Konsumenten sind natürlich daran interessiert, wenn sie BTM erworben haben, es auch zu behalten und nicht im gleichen Atemzug oder kurze Zeit später von uns kontrolliert zu werden. BTM, Betäubungsmittel wie Heroin und Kokain, verkauft in den Bussen. Denn hier seien sie schwer zu packen, glauben die Dealer. Die Polizisten beobachten deshalb aus zivilen Autos. Werden sie trotzdem erkannt, kommen die zusätzlichen Fußstreifen zum Einsatz. Ja, der tingelte zwischen Fürstenplatz und Morsestraße. Ob der jetzt links Kirchfeld oder in die andere Richtung schon abgewandert ist, kann nicht gesagt werden. Wir mussten einmal vorbeiziehen, weil die Konsumenten uns gesehen haben. Dann der Befehl für die Fußtruppe. Ja, da muss noch ein Team mal die Füße rausschicken. René, Ulf? Komm. Ja, die pult gerade unter der Jacke in Richtung Hose oder BH irgendwie. Der 722 läuft ein. Kann sein, dass die da einsteigt. Hanni Ulf? Die Fahnder haben eine polizeibekannte Drogenabhängige im Visier. Die Süchtige wird zusteigen, im Bus Drogen kaufen und von einem zweiten Polizeiteam festgenommen. Vollzugsmeldung an Schürbusch.
Wir haben dreimal Bubbles positiv, ansonsten macht die keine Angaben. Hat die allerdings nur eine Hand gehabt. Einsatzbefehl von Schürbusch. Ja. Hanni, Ali, dann macht ihr die Kontrolle im Bus, wenn der jetzt nicht aussteigt. Hanni, du davor, Ali jetzt da rein. Wir kommen mit. Und dann massive Aktion gegen die mutmaßlichen schwarzen Dealer im Bus. Police Control, wisst ihr? Police Control. We have to check your identity. Bitte. Polizei. Die Beamten vorne ergreifen sofort einen Schwarzen, legen dem mutmaßlichen Dealer Handschellen an. Der zweite Schwarze im hinteren Teil des Busses scheint unschuldig in die Drogenkontrolle geraten zu sein. Doch vor Ort kann der Irrtum geklärt werden. Man lässt ihn laufen. Die zur Unterstützung herbeigeeilten Kollegen nehmen den anderen Afrikaner fest. Nach den Beobachtungen der verdeckten Ermittler, klarer Verdacht auf Drogenhandel. Der Mann wird abgeführt und noch vor Ort nach Drogen durchsucht. Okay, tschüss. Inzwischen auch alarmiert Thomas Wache, Chef einer Sonderabteilung für organisierte Rauschgiftkriminalität. Während Ulf Schürbusch mit seinen Leuten auf den Straßen kämpft, verfolgt Wache Rauschgiftdelikte im großen Stil. Er geht den Hintermännern, den international agierenden Drogenbossen, an den Kragen. Waches Abteilung hat eine heiße Spur. Hier arbeiten Polizei und Zoll in einer Spezialeinheit zusammen. Gemeinsame Aktionen werden immer mit der Staatsanwältin koordiniert. Und wir können uns dann da gegenseitig austauschen und können also von zwei Seiten. Zwei Türen weiter, Top Secret, haben Waches Abhörspezialisten Witterung aufgenommen. Aufgrund von Zeugenaussagen werden gezielt Handynummern und Festnetzanschlüsse überwacht. Die Beamten kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen über Drogenwege, Geldflüsse und Zwischenhändler. Ja, das sind unglaubliche Mengen, die da wieder bewegt werden. Die Nummer eines Zwischenhändlers interessiert Wache besonders. Mit verstellter Stimme ruft er den Dealer an und gibt sich als der Drogenboss aus, von dem der Händler seit langem Rauschgift bezieht. What's about the meeting today? Wie wär's mit einem Treffen heute? I would say at 7. Sagen wir 7 Uhr? You heard from Dennis, you know Kirchplatz. Dennis sagt, du kennst den Kirchplatz? Ja, yeah, do you know the Waschsalon? Kennst du auch den Waschsalon? Ja, inside. Ja. Are you come with the bicycle? Drin. Kommst du mit dem Fahrrad? We meet 7 o'clock. Wir treffen uns um 7. Okay. Bye. 7 Uhr. 7 Uhr ist er dran. Good work, Bravo. Hey, wow. 7 Uhr ist er dran. Die Spezialeinheit macht sich fertig zur Festnahme. Die Dienstwaffen scharf geladen. Die Beamten rechnen mit allem. Zunächst wird der Waschsalon unauffällig observiert. Wir begleiten den Einsatz mit versteckter Kamera. Den hinteren Teil des Waschsalons sichert eine verdeckte Ermittlerin ab. 7 Uhr. Die Szene ist ruhig. Dann der Zugriff. Der Drogenhändler ist überrascht. Mit der Polizei hat er nicht gerechnet. Später stellt sich heraus, der Zwischenhändler verschob größere Mengen und versorgte Straßendealer mit Stoff. Jetzt erhoffen sich die Beamten von ihm neue Erkenntnisse über den großen Drogenboss und seine Hintermänner. Unterdessen geht der Einsatz mit Ulf Schürbusch weiter. Seine Straßentruppen haben einen weiteren Händler ausgemacht. Er soll soeben Drogen verkauft haben. Der große Schwarze mit dem bunten Schirm versucht, unauffällig zu entkommen. Ja, Schürbusch gibt taktische Anweisungen für seine Leute. Ali, geh hinterher, der Turm kommt von vorne. Der mutmaßliche Drogenhändler wird zu Fuß gejagt, eingekreist und gestellt. Zudem erkenne ich raus, dass Sie hier nur in Sachsen-Anhalt eigentlich sein dürfen, ja? Ja, ich muss sein, ne? Sie müssen da sein, Sie dürfen eigentlich gar nicht hier sein. Ja, okay. Der Mann, in Sachsen-Anhalt als Asylbewerber gemeldet, handelt offensichtlich in Düsseldorf mit Drogen. Auch dieser Fall deckt sich mit den Erkenntnissen der Kollegen vom Dezernat für organisierte Rauschgiftkriminalität. Danach sollen die nigerianischen Straßendealer gezielt als Asylbewerber nach Deutschland eingeschleust werden. Bereits in Afrika für den Drogenhandel angeworben, sind sie gründlich auf ihre Arbeit als Straßendealer vorbereitet. Ja. Nach der Festnahme auf der Wache in der Eisenstraße. Die Beamten durchsuchen die Sachen des Dealers exakt und werden prompt fündig. Das ist eine Konsumeinheit, 0,2 Gramm
0,2 Gramm Heroin. Der Schwarze hatte noch eine nicht verkaufte Drogeneinheit dabei, ein sogenanntes Bubble. Damit gilt er als überführt. Doch zunächst befassen sich die Ermittler mit dem mutmaßlichen Drogenhändler, den sie am Morgen direkt aus dem Bus heraus festgenommen haben. In der Arrestzelle kontrolliert ein Beamter die Kleidung ganz genau. Strippen müssen hier alle, die im Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln. Jede Tasche wird umgestülpt, jede Falte abgetastet. Beweissicherung. Jetzt tragen die Polizisten alle Indizien für einen Drogenhandel zusammen, damit die Anschuldigung vor Gericht Bestand hat. Wichtiger Beweis, das Drogengeld. Die Konsumentin hat ausgesagt, mit einem zusammengefalteten 20-Euro-Schein den Stoff bezahlt zu haben. Also der Geldschein war bei ihr vorne links in der Hosentasche und war total klein zusammengefaltet. Genau so hat die Konsumentin ihm das auch übergeben. Deswegen können wir das Geld jetzt sicherstellen und werden es jetzt asservieren. Die Beweislage ist gut. Entscheidend ist die Aussage der Süchtigen, die bei dem Dealer soeben Drogen gekauft hat. Das hat sie eindeutig zu Protokoll gegeben. Jetzt will Schürbusch wissen, wie die Konsumentin an den Händler geraten ist. Du kennst ihn seit 3 Monaten. Fährt ihr seit 3 Monaten da in den Bussen? Oder wie ist es da zugekommen, dass ihr euch da kennt und du weißt, dass der da Stoff verkauft? Ja, durch andere. Durch andere? Ja, man kennt sich so gegenseitig und da gibt es einen Vermittler. Ja. Und die sagen dir dann, da, der hat Gutes, bei dem kannst du holen. Inzwischen wurden bei der Leibesvisitation noch einige Drogenpäckchen, sogenannte Bubbles, sichergestellt. Kokain und Heroin, damit schließt sich die Beweiskette. Ja. Derjenige, der BTM erwirbt, Heroin, Kokain erwirbt, ja, der begeht selbst eine Straftat, obwohl er süchtig ist in dem Moment, begeht er eine Straftat. Der hat aber die Möglichkeit, über sein Geständnis, was er in dem Moment abgibt, ja, eine geringere Strafe zu bekommen. Und durch die Aussage belastet er in dem Moment aber denjenigen, der das Heroin oder Kokain verkauft hat. Also die Konsumenten sind in dem Falle für Sie die Zeugen für den Deal, für den eigentlichen Handel. Und damit haben Sie einen Beweis gegen den Dealer, kann richtig, man das so sagen? Ja. Zum einen ist das BTM, was aufgefunden worden ist. Zum anderen ist das die Aussage der Konsumenten. Zum anderen ist das die Beobachtung der Beamten und wenn möglich auch nur eine Wiedererkennung desjenigen, der Heroin oder Kokain verkauft hat, an einer Lichtbildvorlage. You are arrested for dealing with drugs. There are overwhelming evidences that you have dealt with drugs. Die Beweislage für den Handel mit Rauschgift ist erdrückend. Das teilt der Fahnder dem Drogenhändler mit. Jetzt geht es von der Wache in der Eisenstraße ab ins Polizeipräsidium zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Der Drogenhändler aus Afrika wird gewogen, gemessen und fotografiert. Am Schluss werden seine Fingerabdrücke genommen. Auch er kam als Asylbewerber nach Deutschland, erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung für Sachsen. Schon wenige Wochen später verkauft er Drogen in Düsseldorf. Sein Asylverfahren läuft noch. Vorläufig wird er jedoch in dieser Arrestzelle untergebracht und von hier aus dem Haftrichter vorgeführt. Bei der guten Beweislage muss der Afrikaner mit einer Haftstrafe bis zu 3 Jahren rechnen. Unterdessen ist der Spezialeinheit OK Rauschgift von Thomas Wache ein weiterer dicker Fisch ins Netz gegangen. Eine Drogenkurierin konnte am Flughafen festgenommen werden. Sie hat ausgepackt. Es geht um einen international arbeitenden nigerianischen Drogenhändlerring. Wir haben es mit einer Tätergruppe zu tun, die hier in Düsseldorf oder im Raum Düsseldorf über Jahre hinweg im Kilobereich Kokain aus Südamerika hierher geschmuggelt hat oder hat hierher schmuggeln lassen und dann noch hier verkauft hat. Nicht nur Kokain, sondern auch Heroin. Waches Leute dürfen nicht gezeigt werden, zu gefährlich. Um die Dimension des internationalen Drogenhandels der Bande, die verschachtelten Wege ihres Rauschgifttransportes zu dokumentieren, legt Thomas Wache seinen Leuten eine Planskizze vor. Das Netz des nigerianischen Drogenbosses. Das ist eine Hinterfrau, die auf Curaçao sitzen soll, weil insbesondere von den niederländischen Antillen der Handel gesteuert wird. Und das hier ist die Freundin von einem unserer Haupttäter, die auch mitgeflogen ist. Ich sehe gerade also diese Verbindung. Dann sollten wir vielleicht in erster Linie auch diesen Mann vielleicht mal angehen. Vor allen Dingen, da haben wir nämlich die Möglichkeit, wenn er eine Lebensgefährtin hat, da haben wir ja auch den Wohnort, da schon mal von vornherein, sagen wir mal, mit Observationsmaßnahmen zu beginnen. Wir übernehmen den gesamten Komplex. Wir übernehmen den gesamten Komplex.
stellen halt das eine oder andere zurück, um